Was geht ab, Fitnessfreunde? Heute gab es wieder ein Pull-Training mit meinen beiden Trainingspartnern und wir haben mit Kreuzheben angefangen. Stefan und ich haben Rücken trainiert und Walid hat ein bisschen Brust trainiert. Und Kreuzheben habe ich, wie ihr vielleicht wisst, pausiert. Das musste ich machen aufgrund einer Verletzung im Rücken. Und heute habe ich versucht, ja, nicht das erste Mal, aber so, ich versuche einfach nach und nach ein bisschen reinzukommen und mir auch ehrlich gesagt ein bisschen die Form von Stefan anzugucken, da ich seine Kreuzhebentechnik sehr, sehr gut finde. Der hat mir auch ein paar Tipps gegeben, aber ich muss sagen, also ich bin immer noch nicht zufrieden. Irgendwas habe ich im Rücken immer noch. Also ich weiß nicht, ob ich dafür irgendwie nicht gebaut bin. Also sogar Elliot Hulse sagt ja, also es gibt tatsächlich Körperbautypen, die nicht fürs Kreuzheben geschaffen sind. Und vielleicht bin ich leider so einer. Aber ich meine, ich konnte es früher auch heben. Und mein Rekord liegt ja auch bei 170, was ich schon mal einmal gezogen habe. Das ging ja auch irgendwie. Aber seit der Verletzung spüre ich immer beim Kreuzheben ein leichtes Ziehen im linken unteren Rückenstrecke. Bei Walid hat auch seine Technik eigentlich ganz gut geändert. Ja, sein Handgelenkbandage hält eine nicht mehr ganz. Nur bei ihm muss das halt noch verbessert werden, dass er nicht ganz so von der Brust abprallt, sondern etwas langsamer runtergeht. Und ihr könnt sehen, das Gewicht war hier noch nicht so hoch. Also ich habe mich versucht, langsam wieder reinzusteigern. Und mir fällt auch ehrlich gesagt nichts an der Technik auf, was so richtig extrem falsch sein sollte. Vielleicht könnt ihr mich da doch korrigieren, falls ich irgendwas falsch mache, aber ja, eigentlich sollten bei so einer Form und bei dem niedrigen Gewicht, ich glaube es waren 100 oder 120 Kilo, gar keine Schmerzen kommen. Schrägbankdrücken bei Walid, ja, also eigentlich sehr gut, nur die negative könnte langsamer sein, weil ihr müsst eigentlich bei jeder Übung versuchen, egal welche Übung das ist, ihr müsst versuchen, die negative langsam zu machen, damit euer Muskel die negative übernimmt und nicht die Anziehungskraft. Ja, wenn ihr komplett loslässt, dann wird das Gewicht ja von der Anziehungskraft der Erde nach unten gezogen und somit ist euer Muskel praktisch unbelastet. Also versucht wirklich, das könnt ihr euch so merken, das kann man sich direkt eigentlich bei jeder Übung merken, dass man die negative langsam ausführen sollte und eine explosive positive. Genau auch hier wie beim Kreuzheben. Nur so explosiv konnte das jetzt bei Stefan mit seinem 5x5 System nicht mehr werden, weil das wirklich schon seine Grenze war. Irgendwann war auch seine Kraft zu Ende, da ist auch die explosive Positive nicht mehr so möglich. Bei mir war das so, also ich habe versucht wirklich explosiv hochzugehen, aber das Gewicht war zu schwer und ich habe angefangen zu reißen und ihr merkt auch, der Rücken wird auch krumm. Das Gewicht war schon ziemlich zu hoch, ja. Stefan hat mich da korrigiert, habt ihr gesehen. Hat er sehr gut gemacht, weil das ging gar nicht mehr durch. Und ich denke mal, wenn ich so weitermache, also dann werden meine Schmerzen auch nicht besser. Ihr seht, ich reiß das richtig vom Boden, dadurch schießt mein Arsch ein bisschen zu früh hoch. Eigentlich müsste ich mehr aus den Beinen arbeiten, aber ich mag das nicht. Ich will keinen Squat draus machen. Ich will, dass es ein Kreuzheben bleibt. Ich will aus dem unteren Rücken arbeiten. Und vielleicht, ja, vielleicht muss ich es einfach lassen und mich auf Sumo-Kreuzheben konzentrieren, denn das Sumo-Kreuzheben ist einfach geil. Ich habe es echt gern mittlerweile und was ihr hier seht, ja, das habe ich zum ersten Mal versucht. Ich habe noch nie in meinem Leben, das schwöre ich euch, Muscle-Ups gemacht. Komm noch ein. Hier habe ich sie versucht und direkt gegen ein paar Stück. Ich denke mal, so auf Anhieb würde ich einfach mal 10 Stück schaffen, ohne das jemals gemacht zu haben, hätte ich echt nicht gedacht. Aber wenn man die Technik drauf hat, wenn man sich die Technik vorher anguckt, ich habe die jetzt von Alon gelernt, dann packt man das auch. Ihr müsst sowieso bei allem, was ihr tut, euch erstmal informieren und dann ausführen. Beziehungsweise ich habe, am besten ist es so, ja, ihr solltet auch nicht zu viel Zeit damit verschwenden, euch zu informieren und dann gar nicht trainieren gehen, ja. Ihr sollt mit dem Training anfangen, aber natürlich vorsichtig, mit geringem Gewicht, mit der richtigen Form und gleichzeitig sollt ihr euch auch informieren. YouTube ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Informationsquelle geworden. Es gibt sehr viel kompetente YouTuber, die euch die Technik erklären und ich würde das einfach so machen, geht trainieren und schaut euch sehr viel YouTube-Videos an.
Als Beispiel kann ich nennen Joe Pelio, kann ich den Tyson nennen, kann ich Elliot Hulse nennen, Jeremy Hamilton und Omar Issouf sind englische Kanäle, die eine sehr gute Technik haben und so weiter und so fort. Und die könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr eine sehr gute Form, vor allem bei den Grundübungen, entwickeln wollt. Und dann kann euch beim Training eigentlich nichts passieren. Hier ist noch ein Kunde von mir dazugekommen, Thiago. Er ist leider verletzt. Er ist krank gewesen, er war im Krankenhaus und hat leider ein paar Gains verloren. Aber ansonsten bin ich echt sehr stolz auf ihn, denn er hat, als ich ihn kennengelernt habe, 60 Kilo gewogen oder ich denke mal, was hat er gesagt, 62. Und dann habe ich ihm einen Trainings- und Ernährungsplan erstellt. Ist ein guter Freund von mir jetzt geworden. Und nach dem Trainings- und Ernährungsplan von mir hat er 16 Kilo Gains gemacht. Ja, 16 Kilo zugenommen in gar nicht mal so lange. Ich glaube, 6 Monate kenne ich ihn. Nee, nicht mal ganz. 3, 4 Monate kenne ich ihn und er hat schon 16 Kilo zugenommen. Er wollte einfach nur massig werden. Er wollte erstmal einen Dirty Bulk sozusagen durchführen oder einen Dirty Bulk. Und das hat er auch erfolgreich geschafft. Ich würde sagen, vielleicht 5 Kilo. Ja, okay, wie viel kann man in 3, 4 Monaten aufbauen? Höchstens 5 Kilo würde ich mal sagen, Muskelmasse, ja, der Rest war Fett, aber einige wollen das halt, das habe ich schon mal erklärt. Es gibt Leute, die richtig dünn sind, die wollen einfach nur massig werden. Und für die ist ein Trainings- und Ernährungsplan von mir genau das Richtige, denn da könnt ihr, sage ich mal, jetzt in 3 Monaten 10 Kilo Masse ist auf jeden Fall drinne. Nur, ihr müsst euch klar sein, ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass das meiste Fett sein wird, weil Fettaufbau funktioniert schnell, aber Muskelaufbau funktioniert langsam. Und einen Link für die Trainings- und Ernährungspläne gibt es natürlich unter dem Video. Da das Training uns etwas zu lang wurde, haben wir am Ende noch einen Supersatz dran gehängt zwischen 3 Übungen. Einmal die Latzugmaschine, einmal den Butterfly Reverse für die hintere Schulter. Und dann nochmal die Rudermaschine. Somit haben wir den kompletten Rücken nochmal, den oberen sowie den Latissimus und die hinteren Schultern nochmal richtig aufgepumpt am Ende. Ja, ich mag eigentlich so ein Training, so ein Pumptraining nicht so sehr, auch wenn es vielleicht ganz gut aussieht. Aber meine Theorie ist immer noch, der Muskel wächst von dem hohen Gewicht und nicht von dem Pump. Wenn ihr natural seid, ist das einfach der Fall. Und ja, vielen Dank, Fitnessfreunde, mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Okay, das war's.